Der Freundeskreis hat nichts gewusst, auch meine Bezugsperson in meinem Ort. Es hat niemand was gewusst, außer meinen Eltern und meinem Bruder. Und das war schon schwer, wenn ich mich zum Verabschieden ging, aber nichts sagen durfte. Auf der Straße draußen habe ich dann ein bisschen geheult. Ja, das war für mich schon bewegend. Und dann haben Sie sich auf den Weg gemacht? Hab mich auf den Weg gemacht. Können Sie uns ein bisschen so die Route beschreiben oder wie diese Flucht vonstatten gegangen ist? Mein Bruder fuhr mich mit dem Motorrad nach Potsdam. Wollte man dann nach dem angeblichen Besuch im Sanssouci wieder nach Leipzig, musste man mit der S-Bahn durch West-Berlin. Und dort bin ich in Charlottenburg ausgestiegen und habe mich dann Polizisten anvertraut, wie ich in das Lager Marienfelde komme. Das hatte geklappt. Marienfelde war sehr überfüllt. Ich habe dann ein Metallbett in dem Kellergang bekommen, habe mir kaum getraut zu schlafen. Alles, was ich hatte, hätte mir dort schnell entwendet werden können. Das war, also Luxus war da nicht, aber ich hatte es geschafft. Sie konnten ja nicht viel mitnehmen, wenn Sie erzählen, Ihr Bruder hat Sie auf dem Motorrad mitgenommen. Was packt man da ein? Das, was man anhat. Ich kann ja, wenn ich gefragt worden wäre, nicht sagen, zum Schluss Sanssouci hier, ich brauche 6-mal Unterwäsche oder solche Sachen. Das ging nicht. Wie schwer war das, alles hinter sich zu lassen, gar nichts mitnehmen zu können? Das wusste ich. Das wusste ich und in den Jahren, die ich mich da vorbereitet habe, gedanklich oder von Leuten, von denen man wusste, die sind auch abgehauen, die waren alle fast nur mit dem, was sie anhatten.